Guten Morgen zu Etappe 2,5. Ja, heute ist wahlweise Ruhetag oder Raging Rolle, also den Pass hochfahren so schnell wie es geht. Wir haben uns dazu entschieden, größtenteils zu fahren. Ingo ist der Einzige, der nicht fährt. Wir haben 8 Kilometer vor uns mit 400 plus Höhenmeter. Das geht die Richtung hoch und wie gesagt 8 Kilometer. Es ist jetzt 7.30 Uhr. Um 8 Uhr ist Start. Ja, aber es ist ja auch, ich glaube, man sollte hier die Sachen nicht so ernst nehmen. Von daher fahren wir jetzt gleich mal runter zum Start, gucken, was da abgeht und dann heizen wir mal da in den Berg rein. Also wir können es ja jetzt quasi schon mal so halb offiziell machen. Moritz hat heute richtig Ambitionen. Der hat sich jetzt die letzten Tage schon richtig aufgespart und der hat Bock. Jetzt sind wir hier gerade so ein bisschen am Überlegen, wie wir das dann jetzt gleich angehen werden. Weil natürlich müssen wir hier den Gruppenvorteil ausspielen. Wie wir tatsächlich haben. Ich glaube, wir sind das stärkste Team mit den meisten Fahrern auf einem sehr guten Level und ich glaube, damit können wir den anderen schon richtig wehtun. Das heißt, wir fahren von vornherein vorn, versuchen da das Tempo zu kontrollieren und dann, sehen wir zu, dass Moritz da als Erster heute oben ankommt. Gestern wurde gesagt, dass hier nur 50 Leute mitfahren. Ich habe optimistischerweise, muss ich sagen, dagegen gewettet und gesagt, dass hier 280 Leute am Start stehen. Ich denke, irgendwo die goldene Mitte ist. Ich bin aufgeregt. Wie immer. Egal, was für eine Veranstaltung, ich bin aufgeregt. Bist du aufgeregt? Schon ein bisschen. Das ist okay. Also, sind es noch 5 Minuten bis zum Start. Ich werde die GoPro jetzt mal weglegen. Hallo. Du hättest die auch mal was machen lassen müssen. Ja, stark, Mann. Aber das war richtig krass. Moritz Rösch gewinnt das Ding vom Canyon Redpack. Lennart Herr, woher kommst du? Heidelberg. Also Gewinner der Herzen, Minimum. Auf jeden Fall. Absolut krank. Also die letzten Kilometer vorgefahren und du bist? Tobi Wörmüller. Wörmüller. Woher kommst du? München. Aus München, krank. Also absolut krank. Wirklich irre. Guten Morgen zu Etappe Nummer 3. Bisher der längste Tag. 138 Kilometer und laut Komoot 3500 Höhenmeter warten heute auf uns. Wir sind immer noch an dem gleichen Ort, wo wir gestern auch unseren Off-Day hatten. Und das Morgenpanorama ist schon mal sehr, sehr krass. Hallo Patrick. Hallo. Wie geht's dir heute Morgen? Sehr, sehr gut geht's mir. Das ist Patrick. Patrick macht hier Pausenclown. Meine Uhr sagt heute zum ersten Mal nicht sehr schlecht, sondern nur verminderter Schlaf. Denn das ist doch sehr gut. Wir sind heute mal bewusst ganz hinten gestartet, damit man hier auch mal so mit ein paar Leuten ins Gespräch kommt. Ja, normalerweise seht ihr uns ja gar nicht den ganzen Tag. Wir machen hier hinten unsere Arbeit. So, also wir fahren den Passo Rolle hoch, den wir gestern schon im Eiltempo hochgefahren sind. Heute aber mal ganz entspannt. Können wir es auch genießen. Und ich habe auch das Gefühl, dass es heute insgesamt so ein bisschen, also dass alle so ein bisschen ruhiger sind, oder? Ja, wir sind noch so, alle noch vor dem ersten Kaffee, oder? Bei den letzten Tagen war es ja eigentlich immer so,
dass direkt am ersten Anstieg richtig das Geballer losging. Aber ich glaube, die Etappe 2 hat so ein bisschen Bescheidenheit gelehrt. Jo, also, wir sind oben. Erster Anstieg geschafft von 8 übrigens. Ja, heute sind sehr viel heute. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung, heute mal ein bisschen entspannter in den Tag zu gehen. Absolut. Ja, unser erster Checkpoint ist ein bisschen weit, also relativ 66 Kilometer. Ja. So sieht das für heute aus. Ich hoffe, es ist scharf gestellt. Leider nein, leider gar nicht. Das heißt, wir sind jetzt hier oben, Paso Rolle hochgefahren. Jetzt geht es erstmal ein bisschen runter, hier noch so ein kleines Flachstück und dann geht es erstmal eine ganze Weile berghoch. Und da ist dann heute übrigens auch der erste und einzige kommen. Hast du Bock, heute kommen zu fahren? Nö. Nee. Ich würde vorschlagen, wir machen heute mal so ein bisschen eine Kaffeerunde. Lasse hat vorhin schon gesagt, der will mir heute mal zeigen, wie man richtig lebt. Vielleicht machen wir das heute einfach mal. Wir fahren jetzt mal die Abfahrt runter. Abfahrt haben wir schon längst hinter uns. Wir fahren jetzt nach, ich glaube, es wird Kanasai ausgesprochen. Aber kann auch sein, dass es anders ist. Auf so einem kleinen Radweg, der einfach so aussieht. Bevor es jetzt wieder richtig berghoch geht, ziehen wir uns mal einen Kaffee. Und Spaghetti-Eis. Und Spaghetti-Eis. Buongiorno. So, und da seid ihr nämlich einfach dran vorbeigefahren, ihr Trottel. Wir sind jetzt am zweiten Anstieg des Tages angekommen. Ist auch mit Abstand der längste heute. Da sieht man übrigens schon das Ziel. Da oben, ne? Ja. Genau. Wir fahren jetzt erstmal ein gutes Stück hoch, bevor sich dann die Straße nochmal aufzweigt. Und wir fahren dann links. Rechts wird es zum Paso Pordoi gehen. Wir fahren aber links zum Paso Gardena oder wie ich ihn gerne nenne, der Gartenschlauchpass. Verstehst du? Ja. Wegen Gardena. So, ersten Teil geschafft. Wie gesagt, jetzt sind wir links abgebogen und fahren jetzt in den Paso Sella rein. Das heißt, wir sind dann jetzt auf dieser wunderschönen Sella-Runde mitten in den Dolomiten. Jungs und Mädels haben Spaß und ich schlage vor, wir lassen es weiter gemütlich angehen. Das Team ist ein bisschen geteilt jetzt. Ich bin jetzt mit Fritz hier. Wir warten auf Kai. Dann kommt noch ein Pass und dann ist eine krasse Abfahrt. Oder? Wenn ich richtig Pause. Bin. Pause ist im nach Tal? Dem krassen Abfahrt, genau. Ich merke die Beine langsam, muss ich sagen. Und ich glaube die restliche Gruppe auch. Heute ist mein bester Tag. Heute ist der beste Tag. Ja. Wir hatten schon lange keinen Kuchenstopp mehr. Ich wollte es nur gesagt haben.
Checkpoint 2. Übrigens, hier gibt es auch Prosecco. Ich habe nur gehört, dass es richtig lecker ist. Passo, Staulanza. Das Einzige, was sich bei mir staut, ist das Laktat in den Beinen. Ingo? Ja? Letzter Climb. Ist das jetzt? Wie doll freust du dich auf das Bier und die Zigarette danach? Es sind jetzt noch 250 Höhenmeter bis nach oben. Und dann geht es zum Glück bis ins Ziel nur noch bergab. Also hoffe ich zumindest. Denn so langsam ist er grau. So wie der Rest. So, guten Morgen. Heute letzte Etappe. Nach 5 Kilometer Downhill geht es erstmal die erste Bergwertung. Schön berghoch. Die Heißsporne wieder am Angreifen. Wir machen heute easy. Das war's. Motto jetzt: Bierer 03, 3 Euro. Ab jetzt nur noch Feierlichkeit. Bis später. Was willst du mit Cola? Ich will jetzt eine Cola.